Hallo beim Rezept der Woche, heute mit dem Rezept von Michael Nöckler aus Oberkappel. Das ist ganz oben, schon fast an der bayerischen Grenze in Oberösterreich. Heute gibt es ein schnelles, sommerliches und ganz köstliches kleines Gericht. Heute gibt es ein gefülltes Baguette mit Paradeisern, mit vielen Kräutern, natürlich mit Mozzarella. Vorher Baguette einschneiden, aber das geht jetzt alles gleich ganz schnell, damit es auch ein bisschen einen rustikaleren Charakter bekommt. Kleine Schalotten ein bisschen anschwitzen. So ein Baguette mit Paradeisern und Mozzarella und kurz im Räuber backen. Ich mag das sehr, aus dem lässt sich super vorbereiten. Knoblauch braucht man natürlich auch dazu. Ist ja eigentlich fast schon so ein bisschen mit italienischer Note. Ein bisschen Olivenöl haben wir schon in der Pfanne. Nur ein bisschen angehen lassen, nicht allzu viel. Baguette wird jetzt eingeschnitten, laut Rezept einmal der Länge nach, natürlich nicht durchschneiden, ja. Und dann, ich mache es ein bisschen da quer, auch nicht durchschneiden, so alle 3-4 cm schönen Schnitt setzen, so ein bisschen aufbiegen, damit man da gut die Mozzarella-Scheiben die Paradeiser reintun können. So, jetzt schneide ich die Paradeiser in ganz dünne Scheiben, damit sie da gut hineinpassen. Geht zum Beispiel auch mit Ochsenherz-Paradeisern hervorragend. So, das sollte mal fürs Erste reichen. Mozzarella schneiden wir auch schon in dünne Scheiben. Das Backrohr ist schon vorgeheizt auf ca. 170 Grad. Geschwitzt. Jetzt können wir auch schon beginnen, da ein bisschen was einzufüllen. Das gibt jetzt natürlich an das Innere des Baguettes einen herrlichen, leicht Knoblauchgeschmack ab. Vielleicht eine kleine Chilischote oder ein bisschen Cayennepfeffer, wenn Sie mögen. Auch schon leicht hineinträufeln. So, und jetzt beginnen wir da schon. Paradeiser, Mozzarella. Und natürlich nicht zu vergessen, jede Menge frische Basilikumblätter, die da auch noch dazu kommen. Wenn man das leicht aufbiegt, dann kann man das schön hier einfüllen. So, erstes ist fertig. Dann kommen natürlich noch ein bisschen frische Kräuter dazu. Ich habe da jetzt noch Thymian. So, und jetzt einen Schuss Olivenöl drüber. Das schmeckt mir jetzt schon beim Zuschauen. Oh, herrlich. Jetzt in Staniol einrollen für die ersten paar Minuten, damit es oben nicht gleich verbrennt. So, jetzt steht im Rezept ca. 10 Minuten bei 170 Grad. Und nach 10 Minuten Staniol runternehmen und nochmal 10 Minuten backen. Dann kriegt es oben sicher eine schöne knusprige Kruste. Und wie immer bei uns, 10 Minuten. Die gehen bei uns relativ schnell, und zwar so schnell. Und schon sind sie fertig, die Baguette. Bitte schaut euch mal an, wie super das hier aussieht, wenn man da leicht zusammendrückt. Schön knusprig ist es. Wenn man will, jetzt natürlich noch ein bisschen Meersalz drüber. Ein bisschen Pfeffer. Auf einer Platte servieren. Und fertig ist das Partybrot von Martin. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Rezept. Ich freue mich schon aufs knusprige Reinbeißen. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Gutes Gelingen. Mahlzeit.